Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Subnautica Below Zero. Ja, wir sind hier in der Basis und ich muss mal gucken, ist gerade Tag? Nee, was machen wir eigentlich gerade? Was wollten wir eigentlich gerade machen? Was? Irgendwas ist hier los. Naja, die Schatten sind halt noch echt ein bisschen blöd, aber mal gucken, wo uns liegt. Es ist dunkel, wartet mal. Wir haben noch hier Optionen. Grafik neutral, ne? So. So ist besser, jetzt seht ihr auch was. Und wir holen uns hier mal irgendwie was. Was kann man hier holen? F8 to report, bla bla bla, ja. Was wollen wir eigentlich gerade. Oder was wollten wir beim letzten Mal machen? Erstmal wollten wir hier rein, ne? Genau. Was sagt denn unser PDA-Ding? I cannot another drop, hold on. Blueprints. Ach stimmt, wir haben hier so ein High Pressure, ne? High Kapazität. Dafür brauchen wir normalen, zweimal Glas, viermal Titan und Silberohre. Haben wir Silberohre? Silberohre haben wir nicht, aber wir können uns Glas herstellen. Glas. Zweimal brauchen wir das Glas. Dann können wir nämlich ein bisschen länger unter Wasser bleiben. Okay, elektronische Sachen brauchen wir gerade. Brauchen wir die? Nee, brauchen wir das? Für was brauchen wir das? Repair Tool, Silikon, Kristallin, Sulfat, Sulfur, okay. Den Scanner, eine Batterie und Titan. Scanner und Batterie. Eine Batterie. Eine Batterie, dafür brauchen wir Ribbon, Plant. Das war, glaube ich, die Pflanze generell. Okay, zweimal. Wie war das? Eine Batterie und Scanner-Tool. Scanner-Tool, eine Batterie und Titanium. Was blitzt denn hier die ganze Zeit? Ich habe Angst. Ja, pack rüber den Krams, ne? Jetzt ist voll. Rotten, bla bla bla. Minus Health, Health, Health. Können wir eigentlich mit wegschmeißen, ne? Hallo, na ihr? Weg. Tschüss. So, wir suchen uns jetzt hier erstmal Ribbon-Dinger. Da haben wir unsere Drop-Basis. Okay. Emergency Supply Cage, das war das Ding, ja. Hier ist ein Fisch, den können wir eh sammeln. Wir brauchen eh Fische. Wir müssen die Fische einsammeln. Komm her, Fisch! Nein, ja, danke. Komm her, Bumerangfisch, dich kennen wir doch. Danke. Hier noch so ein Blasenfisch, komm her. Den nehmen wir noch mit. 21, wir müssen auftauchen. Zack. Dann die Pinguine. Wir brauchen Silberohre. Hier wird's nichts. Hallo. Limestone, da gibt's das noch nicht, ne? Aber da gibt's Kupfer, das ist auch gut. Wie schön das hier aussieht, mal. Aber egal, ich wissen will, was das hier für komische Tentakel sind. Wahrscheinlich ist es besser, wenn ich es nicht weiß.
Warst du so eine Pflanze, die wir brauchten? Nee, ne? Doch, machen wir wieder langsam hoch. Ah, ist nämlich der Pinguin. Der klaut uns wieder unsere Fische. Finde ich gar nicht gut. Du bist mein Fisch. Und du auch. Uah. Sieht alles so gruselig aus. So, mach auf die Tür. Sehr gut. Open Storage? Nein, wir wollen in den Fabrikator ran. Wir wollen nämlich hier Lebensmittel herstellen und zwar trinken. Trinken wird ja Gott sei Dank nicht schlecht, also kann man das ruhig sammeln. Schade, dass er da nicht angezeigt wird, ne? Ah, der wird angezeigt, okay. Equipment, ja, das brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Nö. Ja, Kupferdraht brauchen wir nicht und Fiebermesh. Naja, warum nicht? Okay, essen wir mal was. Tippitoppi, jetzt bin ich gut verpflegt. Haben wir nicht noch irgendwie eine Box? Nee, ne? Okay, wir brauchen Silberohre. Wo kriegen wir Silberohre her? Hier sieht böse aus, da möchte ich nicht hin. Können wir das Ding hier abschnippeln? Nee, ne? Wir brauchen Silberohre und wir brauchen dieses komische... Sieht aber eklig aus. Silber, komm mal her, Fisch. Dich nehme ich mit. Und dich auch. Komm. Da haben wir Quarz. Quarz brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, ne? Aber ach komm, nehmen wir mit. Nehmen wir Quarz mit, auch wenn wir es nicht mehr brauchen. Jo, Blitze. Holla, die Waldfee. So, hier kann man auf jeden Fall irgendwo runter. Oh, geht's denn da hin? Schon wieder Limestone. Hm. Sieht auf jeden Fall irgendwie gefährlich aus. Wollen wir da mal hinschwimmen? Na gut, komm, schwimmen wir mal hin. Aua! Böser Fisch. Die brauchen wir, ne? Nö. Salz? Hallo, Pinguin. The Penguin was a jerk. Oh Gott, die kriegen wir in Luft, ne? Wir müssen hier hoch. Wo können wir hin? Wo finden wir Silber? Was ist das da hinten?
das glaube ich gar nicht wissen erstmal, oder? Schon alles ein bisschen komisch aus. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir nicht direkt unterm Eis bleiben, weil wenn wir nur unterm Eis bleiben, dann sind wir schneller tot, als wir bis 3 zählen können. Und ich suche doch gerade diesen komischen Fisch. Dieses komische Zeug. Hallo. Dieses komische Seetankzeug. Wie heißt es denn? Ein Rubber hast du nicht gesehen. Hi, na? Willst du mit? Na gut. Du bist es auch nicht, ne? Nö. Komische Fische seid ihr. Wo finde ich das Zeug nur? Komm, komm mit, Fisch. Auch nicht. Da hinten vielleicht? Nee. Oh oh. Runter. Wo finden wir dieses komische Gewächs? Ist die hier? Ah, nee, das sind ja nur die Samen. Das sind ja die Samen von den Kelp-Dingern. Von Crabwein, so. Oder Creepwein, so, genau. Aber wir brauchen ja irgendwie so ein Rubber-Ding. Rubber the Hood mit hier einem Scanner wäre auch nicht schlecht. Was bist du? Na, bitteschön. Da haben wir doch zwei. Wer sagt's denn? Ab zu unserer schönen kleinen Basis. Jawohl, das sind die. Cool, dann können wir uns jetzt was basteln. Was basteln? Basteln wollte ich schon immer. Also müssen wir danach Ausschau halten. Ich habe nach so großen Dingern Ausschau gehalten. Okay. Das ist einfach nur so eine kleine. Ob die nachwachsen? Man munkelt. Auf jeden Fall haben wir denn einen High-Pressure-Supertank. Dann können wir dann viel länger unter Wasser bleiben. Ich glaube, sind es 125, oder? Ah, trocken. So, Fabrikator, da, da. Ach nee, wir brauchen dafür Silber oben. Och ja, nö. Und für die Batterie brauchten wir das, ne? Ah, ja. So, dann kann ich jetzt hier mein Tool herstellen. Den Scanner. Den jetzt noch herstelle und den nehme, habe ich dann mehr hier links? Nee, ne? Habe ich mir gedacht. Haben wir jetzt Mist gebaut. Ah, hier salziges Essen können wir auch machen. Länger haltbar.
Silikonrubber kann man immer gebrauchen. Ah, hier ein bisschen Kram auch. Ah, ja. Ah, cool, Flossen. Dann sind wir schneller. So, was ist denn das jetzt? Zack. Und die Flossen haben wir schon. Also können wir jetzt essen. Da können wir nichts mehr reinschmeißen. Auf jeden Fall sind wir jetzt schneller, ne? Yeah, lass mal was scannen. Ach, guck mal, was wir hier haben. Direkt vor unserer Haustür. Direkt vor unserer Haustür. So, wir brauchen Silberohre. Bumerangfisch. Nee, Quarz brauchen wir nicht. Dich kann ich nicht scannen, okay. Dich kann ich aber scannen. Ja, warum kann ich dich nicht scannen? Alles klar. Dich habe ich jetzt gescannt. 18 noch, okay. Wenn ich jetzt wechsle. Ändert nichts. Okay, das heißt, wir müssen irgendwo jetzt hin, wo wir Ohre finden. Ah, guck mal, was wir hier scannen können. 1 von 3, perfekt. Das hier können wir scannen. Naja. Hätte ja was bringen können. Was haben wir hier? Salz? Ne, ist auch dieser Stein. Den kann ich nicht? Okay. Warum kann ich den Rubberfisch nicht scannen? Okay, hier gibt's nichts. Also kurz hoch. Und wieder runter. Hey. Um Gottes Willen. Was bist du für einer? Bist du ein großer Fisch, ne? Ein Titan-Hohlfisch, okay. Okay, wir brauchen irgendwie Luft. Puh. Eieiei, boah, ich hasse ja dunkle Räume, ne, das wisst ihr ja. Gott. Puh, so bedrückend. Und es wird ja auch gerade dunkel, ne?
Ist ja alles genau mein Ding. Oh. Ja, dich kenne ich von mir aus auch. Dich kenne ich auch. Und jetzt sollte ich mal auftauchen, ne? So, also hier geht schon mal nicht weiter. Das heißt, wir können hier in die Richtung schwimmen. Und können mal gucken, dass wir irgendwie in dieser Richtung da... Da ist das Signal, ne? Und da... Ich habe so die Befürchtung, dass wir das Silberohren nur daher kriegen, wo wir eigentlich gar nicht hin wollen. Was bist denn du? Das ist auch das blöde Ding, ne? Glaube ich, keinen anderen Weg hier, ne? Jetzt hier. Hallo? Aha. Ja, alles gar nicht so einfach. Eine Taschenlampe könnten wir uns vielleicht bauen, dann hätten wir wenigstens Licht. Eine Taschenlampe ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Dann bauen wir uns jetzt als erstes eine Taschenlampe oder als nächstes, sagen wir es mal so. Penguin, okay. Peng, 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 Penguin. So. Open Storage? Nee, wir wollen hier dran, ne? Was brauchen wir denn hier, um für uns eine Taschenlampe? Eine Batterie und Glas. Eine Batterie, dafür brauchen wir ja Rubber und Ohre, alles klar. Achso, kann man scannen. Cool. Den kann ich natürlich nicht scannen. Okay. Dann sammeln wir uns hier mal die Dinger weg. No. Hoffentlich wachsen die nach. Zack, Elektrik, eine Batterie. Und zack und zack und... Wir haben kein Glas. Okay, kein Problem. Wir machen einfach Glas. Glas. So, dann haben wir schon mal eine Taschenlampe. Haben wir was zu essen noch? Ne, haben wir nicht. Aber wir können ein bisschen was herstellen. Glas. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Platz im Inventar, also beziehungsweise in der Box. Und alles ist super. Und dann würde ich auch sagen, wir holen uns gleich noch ein bisschen was zu essen und trinken. Und in der nächsten Folge werden wir dann hoffentlich mal Silberohre finden. So, dann kann man hier den ganzen Kram reinschmeißen. Ja, das Messer natürlich nicht. Das ja und das ja und das hier, ja. Okay, und los. So, ne? Schöne Taschenlampe. Kann man schön mit gucken. Aha, da haben wir die auch, okay. Wir wollten noch jetzt irgendwo woanders hin, ne? Gucken. Herkommen. Ja, das hier können wir nehmen. Ja. Nein, nein, nein. Na gut. Herkommen. Herkommen. Danke. Wir wollten ja noch so ein paar Dinger suchen, ne? Stimmt. Die liegen doch hier überall rum. Seegleiter. Fragment 2. Okay. Das ist auch ein Pilz. Oh oh. Oh oh. Ah, und wieder runter. Ey, lass das.
Ein Bubblefisch war das genau. So. Oh, das Tönen. Hm, toll. Oh Gott. Warum nicht sowas hier mit mir? An die Oberfläche. Ich brauch Luft. So, und wieder runter. Was? Waren wir schon jetzt, ja. Ich brauche Luft. Kann ich irgendwie schneller schwimmen? Nee. Verdammt. Luft! Luft! Okay, runter und wir tauchen da jetzt einfach durch. Hoffe ich. Schwimmen wir erst nochmal hoch. Jetzt nochmal runter. Guck mal, wo es da hingeht, oder? Oh, was haben wir hier? War das gerade Silber? Titanium. Hm. Da haben wir doch Silber. Perfekt. Jetzt müssen wir nur noch schnell überlebend hoch. Und das hier können wir noch scannen. Komm schon. Jo, ich beeil mich. Graph Trap. Ja, dann würde ich sagen, schwimmen wir jetzt erstmal direkt zu unserer Basis und dann ist ja auch schon wieder die Folge vorbei, meine lieben Freunde. Hätte ich gewusst, dass wir hier so schnell einfach Silber finden, dann ja, wäre ich doch direkt hierher gekommen. Wir nehmen mal ein bisschen Quarz mit, sicherheitshalber. Schwimmen! Oh oh. Es ist schon doch sehr erdrückend unter der Eisfläche, muss ich sagen. Kann ich offen und ehrlich zugeben, dass es erdrückend ist. Und auch ein bisschen beängstigend. Was? Was war das? Quatsch, mir nicht voll. Dich kann ich scannen. Fisch. Ich habe ihn schon gescannt. Mhm. Pinakait, okay. Alles klar. So. Hier kann ich was Neues erstellen.
Use Artifact Gravity to Light Objects in Smog. Okay. Ich möchte aber das Ding hier und ich möchte Equipment und ich möchte den hier. Den haben wir zweimal Glas und einmal. Okay, und Titan und Glas, ist doch kein Problem. Zack, zack, zack. Tippitoppi. Essen natürlich, ne? Trinken, ganz wichtig. Und dann sind wir auch gewappnet für eine kleine Expedition hinunter ins Eis. Oh ja. Und damit sage ich von dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ne? In diesem Sinne, tschüss.